Okay, ich habe nachgesehen wegen dem Künstler. Der ist ganz woanders. Aber nicht hin, Atlas Dam. So, jetzt zu dieser Quest. Die kann ich jetzt schon abschließen, zum Glück. Ich bin Lehrer der Königakademie. Ihr könnt mich Terrasio nennen. Aber ich fürchte, dass ich vom fiesen Geldverleihen bedrängt werde. Ich habe alle Schuld meiner Eltern beglichen, aber die Zinsen, sie behaupten, ich hätte sie nicht vollständig bezahlt. Es gibt zwei Lösungen. Eine ist, ihn zu verkloppen. Let's go! So. Du willst also Geld eintreiben? Nicht mit mir. Ich sagte, nicht mit mir. Und zwar bis zum Ende. Juhu. Das sollte wehtun. 2000 fast. Alter. Ulbricht macht Schaden. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, was Ulbricht seinen Schaden angeht, ne? Ein Gegner ist ja viel besser als wir auf mehreren. Aber trotzdem. Hui. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Bang, 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 bang. Ja. Tschüss, Geldverleiher. Keine Zinsen mehr, ja? Was glaubt ihr, was ihr da macht? Wollt ihr für diesen Weichling einspringen? Mehr oder weniger? Ich weiß, dass ihr Schulden unrechtmäßig erhöht habt. Trotzdem habe ich alle Forderungen beglichen, damit ihr den Namen meines Vaters nicht in den Schmutz ziehen könnt. Aber ich habe euch mehr als genug gezahlt. Oder sollen wir vor Gericht ziehen und sehen, wer recht bekommt? Na gut, macht was ihr wollt. Wäre das nicht. Wäre das billiger gekommen? Ich weiß es nicht. Vielen Dank, euer Mut hat mir geholfen, meinen eigenen zu finden. Es wird Zeit, dass ich anfange, meine Träume zu verwirklichen. Ich denke schon eine ganze Weile über eine Reise nach. Es gibt so viele arme Kinder auf der Welt, die nicht die Bildung erhalten, die sie verdienen. Das möchte ich ändern. Und ich werde genau hier im Flachland damit beginnen. Ich werde zu einer Reise aufbrechen, um die armen Kinder des Landes zu unterrichten. Unterrichten dauert aber länger als 5 Minuten, ne? Gut, der geht auf eine Reise. Es gibt hier wirklich so viele Reisende. Also, dass man hier einen Kopf verlieren kann dabei, ist nicht so verwundernswert. Und ja, die Rest kann ich nicht abschließen. Noch nicht. Also, wie viele Quests gibt es schon, die ich noch nicht abschließen kann? 7? Oder so? 7, 8? So um den Dreh. Auf jeden Fall einige. So, bevor ich jetzt in Repetiten jetzt irgendwas mache. Wo? Ah, stimmt, das war links unten. Das war hier, zum Ausruhen. Bitteschön. Die paar Kämpfe gerade ein bisschen auf die Mütze geplopst. So könnte man das auch ausdrücken. Gut, dann Repeltiden. Ach, es ist schön hier. In der Hafenstadt. Da gibt es schon mal einen schweren Bogen. Für 11.000. Ich kann es mal versuchen. Ah. War ein guter Versuch. Den kann man auch normal kaufen. Nur halt für 12.000. Also er ist ein bisschen billiger hier. Arigato. Gut, dann Hallöchen. Das ist halt eine Händlerstadt. Arigato. Bei so vielen Händlern ist es verwundernswert, dass es nicht zu viel Konkurrenz gibt. Oder was sagst du, mein Guter? Danke fürs VBG-Objekt. Ja, erstmal die ganzen VBG-Objekte hier aufploppen lassen und dann einsammeln. Sind wieder ein paar. Ein paar viele. Arigato, na. Was hast du, mein Schönes? Wurzel, Kraut, Würze. Dankeschön. Das ist alles für unseren guten Alfin Apotheker, was ich hier kriege. Ein Leibwächter. Arigato. Sieht gar nicht so aus wie einer, aber ich lasse mich gerne überraschen. So, eine Traube, Pflaume und eine Olive. Dankeschön. Ich hätte auch fair und höher leveln können, aber wenn ich mal da bin, muss ich später nicht wieder herkommen und das Ganze sammeln. Aber es ist euch überlassen, ob ihr sagt, ihr wollt alles mitnehmen, mitstehlen oder ihr kauft einfach alles. Das ist, wie man halt will, ne?
Ohne Harpune hat die Dame. Da sollte ich schnell weggehen. Tschüssi. Die hat eine Harpune im Haus von ihrem Mann. Meine Güte. Also die Leute hier sind weird. Ah, dann ist ein Flower Falschen hier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Dresser hier beim Einkaufen einen Rabatt kriegt, ist erhöht um das Doppelte. Und wie viel ist das Doppelte? Ich weiß es nicht, aber es sind etwa 20%. Verdopplung sind dann also etwa 40%. Plus, minus etwas. Ich habe es nie ausgerechnet. Habe auch keine Lust dazu. Ich muss schon Danke sehr sagen. Ne? Und dann alles mitnehmen, was sie haben. Dankeschön. Also wie viel Geld spart man, wenn man alles stiehlt? Viel. Ich glaube, mehr als wie 200.000. Der Virenverborgungsobjekt. Immer schön her damit. Den 10-Stein will ich auch haben, bitte. Danke, kostet nur ein bisschen Geld. Danke auch. Ja. Der erzählt über Le Mans. Der ist schon auf Reis, mein Guter. Er ist ein Jugendfreund von Le Mans. Okay. Aria. Ja, der ist schon unterwegs. Wenn du ihn verfolgen willst, dann hast du ihn schon leicht verpasst. Oh, 500 Geld gespart. Das ist einiges. Gut. Soweit, so gut. Mal sagen, dann setzen wir uns gleich mal an die Nebenquest hier. Aber zuerst... Kann ich dich verkloppen? Nee, kann ich nicht. 15, na gut, fast. Ja, Olbrich braucht ein Level. Super. Das mache ich offscreen eventuell. Tag, stimmt, das war die Sidequest. Diese Dame wird von einem behelligt, den sie nicht herhaben will, weil er sich nicht richtig traut. Oder es hängt wie in die Richtung. Ihre beißenden Worte verjagen alle wieder. Alles klar. Eine bissige Dame. Ah, danke für den platten Schild, der ziemlich bescheiden ist. Es gibt bessere Items. Ja, da, ja. Warum versteht ihr das nicht? Es gibt einen Mann, der mir macht mir einen Antrag nach dem anderen, wisst ihr? Und jedes Mal, wenn ich ihm einen Korb gebe, läuft er tränenüberströmt nach Hause. Wer will denn so einen Jammerlappen heiraten? Mein Ehemann muss in der Lage sein, Rückschläge und Enttäuschungen zu verkraften. Kann ich verstehen. So, jetzt ist nur die Frage, wer ist dieser Typ? Irgendwo. Nein, nein, nicht hier draußen. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Entschuldigung. Ich wollte nur was nachgucken. Hier war er nicht drin, ne? Nee, nee. Aber man kann hier noch mit den Eltern von Dresser reden. Und sie auch beklauen. Ah, hier gibt's was zu kaufen. Er hat nach jeder ausgeführten Aktion FP wie das Drachentuch. Das ist immer 0%. Das heißt, um das zu kriegen, müsst ihr es kaufen. 16.000 kostet das. Das ist es allemal wert, das Item. Dieses Item ist nice. Was hat der Vater? Ein biestiges Tuch. GP wird nach jeder Aktion wiederhergestellt. Also so eine Art Regina. Die Mutter hat FP, der Vater hat GP. Kostet auch 16.000. Also wenn ihr mal ein bisschen Geld habt, kauft ihr euch beide Items. Sie sind das wert. Und hier brauche ich Level 40. Wow. Nicht übertreiben bitte. Und hier auch. Okay. Das wird dann. Gut, dann schaue ich mal. Wer war dieser Antragsteller? Okay, es gibt zwei Arten, wie man das erledigt. Eine ist, man findet die Mutter von Tony und bringt ihn zu ihm. Oder man findet diesen Tony. Ja. Der müsste irgendwo links oben sein. Ich schau gleich. Arigato. Auf jeden Fall, er ist hier in Repeltiden. Dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Ah, hier. Ich werde dich aufgeben, egal was geschieht. Ich bin der Einzige, der dich wirklich machen kann. Glücklich machen kann. Ich weiß es. Egal, wie schwierig es sein wird. Ich werde dich und niemals aufgeben. So, wie will man das jetzt lösen? Wie gesagt, es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder man kämpft gegen ihn und verliert. Das ist wichtig. Oder man findet seine Mutter, die irgendwo hier auch in der Nähe ist, ja gleich hier, und bringt diese zu ihm. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hier hat. In dem Fall würde ich sagen, Ophelia, komm mal her. Machen wir es mal mit
die Lösung mit ihr. Weil das ist irgendwie lustiger, finde ich. Ich erinnere mich an beide Lösungen. Die war lustiger. Komm mal mit. Ja, Hallöchen. Bitte, Mathilda, ich flehe dich an. Möchtest du meine... Wie oft muss ich noch Nein sagen? Es reicht, Tony. Mutter, warum bist du hier? Du drängst dich der Dame noch immer auf, obwohl sie deinen Antrag unmissverständlich abgelehnt hat. Damit blöst du dich doch nur. Es ist unehrenhaft, eine Dame zu belästigen, wenn sie dich eindeutig nicht will. Das ist eine Ansage. Du kommst jetzt mit mir nach Hause, Tony. Wir müssen dringend über dein Benehmen reden. Nicht nur über sein Benehmen. Es tut mir leid, Mutter. Bitte, du musst mir verzeihen. Das wird eine lange Erklärung werden. Was für ein schwaches Bild. So einen Mann habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, sowas nennt man so eine Mama, oder? Wie gesagt, es gibt auch eine andere Lösung. Die ist aber nicht so lustig wie die. Da hinten liegt noch ein Item, das nehmen wir noch mit. Und dann war es das eigentlich hier schon, Rebeltiden, fürs Erste. Ja, geht hier schnell ran. Und ja, Bild fertig. So, das heißt, jetzt geht's an den Dungeons ran, die ich jetzt erledigen kann. Am unbewegten Heiligtum war ich schon, falls ihr erinnert. Da war diese Sidequest. Na dann, auf geht's. Jetzt muss ich aber erstmal checken, in welche Höhlen ich reingehen kann. Aber wo ich definitiv reingehen kann, das weiß ich auswendig, ist hier im Pfeifenden Wald. Da gehen wir rein, machen alle Kisten auf und schauen, ob da was irgendwas Besonderes gibt. Oh, ich habe den kurzen Weg für euch mal gekartet, auch wenn es nicht lange gedauert hat. Die Kämpfe waren ein bisschen lustig. So, hier ist der Pfeifende Wald, wenn wir schon bei Random-Kämpfen sind. Kaum geht man wieder einen Schritt, ist wieder einer da. Ihr fröschige Fröschis. Und ja, ich habe mal Primrose reingetan für Ophelia. Einfach weil sie jetzt aktuell mehr Level braucht. Und ich euch die verwirrte Anmut nicht gezeigt habe. Die ist sehr lustig. Ich wollte dich vorhin halten, ich hab's nur vergessen. Ah, wie Zeit gehe ich euch am besten schnell? Könnte bestimmt dauern, weil ich sie nicht in einen Schlag zerlegen kann. Sagt er und Primrose macht einen auf Konter. Läuft bei ihr. Bap, bap, wupp. Ja, was ist diese verwirrte Anmut? Ich zeig's euch mal und ich hoffe, ich gehe jetzt nicht gleich Game Over. Diese verwirrende Anmut, es kann alles passieren. Sogar gar nichts. Ja, die verwirrende Anmut, Primrose tanzt und je nachdem, es gibt einen Zufallseffekt im Hintergrund. Das Spiel sucht aus, bestimmten Bereich, was passieren kann. Ohne Boost kann nicht so viel Kacke passieren. Mit Boost wird es schlimmer. Aber es können auch gute Sachen passieren bei dieser verwirrenden Anmut. Also man kann unter Umständen mehr Erfahrungspunkte kriegen, mehr FP kriegen, mehr Geld kriegen. Das sind die guten. Eine gesamte Heilung für die Gruppe. Und ich glaube, da war es doch... Ah, stimmt. Eine komplette BB-Heilung der Gruppe, also dass alle auf Maximum sind. Und noch viel mehr. Das waren nur die guten Sachen, die schlechten Sachen. Eine Explosion, dann alle auf 1 HP setzen, den Gegner heilen, ist auch dabei bei dieser verwirrenden Anmut. Also die verwirrende Anmut, die ist wirklich crazy. Alles aufzuzählen würde zu lange dauern. Also das war mal ein Teil davon. So, willkommen im verwirrenden Wald. Hier gibt es Kisten. Ach komm, sag mir bitte, ich komme da nicht hin. Na! Okay, von hier aus komme ich nicht zu dieser Kiste, ich muss hinten umgehen. Ja, neue Gegner hier im Wald. 15 haben wir schon gesehen. Alle, hopp! Einziger Nachteil bei diesem Verbindungsmodus ist wirklich, man kann sich Game Over setzen. Das ist so crazy! Aber später werde ich ihn auch nutzen. Viel öfter als jetzt. Aktuell bin ich vorsichtig. Später werde ich ihn brauchen, um zu leveln. Und das ist kein Witz. Aber aktuell ist einfach nur vorhanden. Und ihr, liebe Frösche, ich hoffe, ihr gebt mir ordentliche Erfahrungspunkte. Ich nehme mal einen Lichtzinnstein. Boing! Oh,
passt vom Schaden her. Dann, let's go! Ja, ich dachte nicht, dass das gereicht hat. Oder reichen würde. Haben wir jetzt gerade alle gemacht. Egal, immer schön rein. Oui. Ja, Ulbrich haut auch wieder rein. Das Coole ist, in diesen Unterdungeons, die Gegner geben mehr Erfahrungspunkte. Jetzt nicht um viel mehr, aber man merkt es schon, dass es ein bisschen mehr ist. Allerdings, der beste Levelplatz ist ganz woanders. Das werde ich euch erwähnen, wenn wir dort sind. So, jetzt zu dieser Kiste hier hinten. Kiste! Ein Silberschwert. Ist nicht unbedingt besser als wie das, was ich jetzt habe. Aber... Oh, es ist ein Gratis-Schwert, was man verkaufen kann. Hier gibt es auch sehr viele Froschgegner, wenn ich das mal sagen darf. Aber es dürfte nicht die einzige Art von Gegner hier sein. So, hier hinten rum, da müsste noch etwas sein. Ja, eine Kiste. Noch ein Geheimgang, weniger. Eine Widerstandsnuss. Ist da hinten noch etwas? Nee. Ah, andere Keeper. Ja. Das heißt, es gibt auch andere Gegner. Ich versuch's mal. Let's go! Was passiert? Der Feind ist eingeschlafen. Das kann auch passieren. Es kann auch passieren, dass alle Gegner schlafen. Und bei maximaler Aufladung von Primrosas, sag jetzt mal, RNG, kann es auch passieren, dass man mal 100 Erfahrungspunkte bekommt in einem Kampf. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Dass er sagt, ich will in den Kampf mal 100 haben. Ja, viel Spaß. Ich hatte es ein einziges Mal bei 200 Einsätzen. In etwa. Ich habe nicht mitgezählt. Ich habe einfach ausprobiert. Bis irgendwann mal was anderes kam. Als ich währenddessen mal am Grinden war. Am zweiten Mal spielen, glaube ich, war es. Und dann kam es. Beim ersten Mal spielen habe ich es gar nicht gesehen. Erst beim zweiten Mal. Das ist auch ein bisschen random. Da denkt man so, man hat alles gesehen und dann, ja, da ist nur mal 100er Booster. Ein sehr unwahrscheinlicher. Und wie unwahrscheinlich ist er? Wenn ich raten müsste, 1 zu 500? Vielleicht sogar ein bisschen weniger? Ich weiß es nicht. Aber es ist vorhanden. Also wenn ihr wirklich auf Glücks haben wollt, ich will Erfahrungspunkte ohne Ende, ich will, dass meine Level über, meine Gruppe überlevelt ist. Primrosa, let's go, mein 100 Boost. Und bei Bossgegnern ist das natürlich dann sehr geil. Einziger Nachteil ist, das Spiel wird dann so einfach, also werde ich das nicht machen. Also uns maximal boosten und Primrosa tanzen lassen. Das ist erstens sehr riskant, weil pro Boost tanzt sie nämlich einmal. Und jeder Tanz kann die Wahrscheinlichkeit sein, dass man sich auch selber umbringt. Weil sie kann die gesamte Gruppe auf 1 HP setzen. Und dann kommt noch ein Tanz hinterher, jetzt so als Beispiel, der eine Explosion auf die gesamte Gruppe macht. Und dann ist man tot, weil man 1 HP hat. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft mir das passiert ist. Ich glaube 10 Mal, 20 Mal von dem Dreh. Ja. Ja, also ich habe jetzt schon zweimal geboostet und ich tanze und Primrosa will jetzt 3 Mal tanzen, also... Ja, ist mit Vorsicht zu genießen. Mit sehr großer Vorsicht. Aber wenn er sagt, jo, ich will das, ich mag das, bitte tut euch den Zwang nicht an. Aber ich lasse es lieber. Wie gesagt, später werde ich es machen, wenn wir leveln. Weil es gibt auch mehr 5-fachen Erfahrungsboost oder 5-fachen FP-Boost, der viel häufiger ist. Und mit viel häufiger meine ich, man sieht es öfter. Also alle 5, 6 Einsätze mal sieht man den. Aber dass ich gerade geblendet bin, das juckt der Gruppe anscheinend nicht. Auch sehr lustig. Oh, was gibt's denn hier eigentlich außer Kisten? Gucken wir mal. In jedem Untertanzen gibt es immer etwas Besonderes. In dem Fall. Nix. Ah, das ist jetzt nur zu dem jetzigen Zeitpunkt so. Ich kann jetzt schon sagen. Es gibt eine Nebenquest, da muss ich hier früher oder später eventuell nochmal her. Zumindest bei einigen Dungeons war es. Ob bei denen jetzt war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier alles aufgeräumt.
Ich cutte mal kurz und schau nochmal nach, ob ich alle Kisten habe. Boah, ich will nichts sagen, aber das Wasser sieht hier wieder cool aus. Also schöne Aussicht hier im Wald, aber leider keine Kisten mehr. Hier scheint was zu sein. Ah, Hallöchen. Wie dreist versteckt. Oh, hallo, liebe Eulen. Sehr viele Eulen. Wo kommen die denn her? Und die sind auch noch verdammt schnell. Autsch. Erstmal meine Offensive verringern. Oh, macht mal. Macht euer Ding. Ich mach mein Ding. Das sind wir alle Dingerei. Oh, oder so ähnlich. Ich glaube, die haben eine Bogenspeche. Und anderen. Gucken wir mal. Ups. Ah, Speer. Ah, nerviger Gegner. Aber nichts, wo man sich fürchten müsste. Nur halt nervig. Miau. Und anscheinend halten die auch ein bisschen was aus. Ulberik, 1000 Speere. Kannst auch ein bisschen öfter treffen. Nee, der zu einfach. Gut, ich hab verstanden. Nicht. Dann halt nicht. Adressa, du darfst mal beim Rose mal ein bisschen boosten. Dankeschön. Ja, darum hatte ich öfter die Kämpfe, weil die doch ein bisschen hier dauern. Aber nicht sehr gefährlich sind, wie man hier sieht. Solange man aufpasst. Oh, jetzt aber weg mit euch. Nee, nicht ganz. Papp! Schon ich mir reich. Kann sich nur noch schon handeln. Also ich schade finde, dass die Rast nicht diese Debuffs wegnimmt, also die Magie-Debuff und den physischen Angriff-Debuff von Dressa. Nur sowas wie Schlaf, Gift und solchen Kram. Was nicht heißt, dass das nicht schlecht ist. So, ihr lieben Eulen, ich hab was für euch. Alter, die halten mehr als ich dachte. Mal wieder. Ja, definitiv. Was soll man dazu sagen? Gegner, die tankig sind, aber irgendwie nichts drauf haben. Ich kann die schöne Musik hier genießen. Boing. Jetzt aber. Tschüss, ciao, see ya. Dankeschön. Ah, gibt auch ordentliche Erfahrungspunkte. Dankeschön. Das war so mit der Pfeifenwald. Auf zum nächsten Dungeon. Und ja, ich cut den Weg wieder für euch. Die raureife Grotte kann ich noch nicht abgehen. Das habe ich ja letztes Mal schon versucht. Die ist auf Level 25. Ich schau mal, wo es jetzt in Ordnung wäre. Ich glaube, der Pfad der Bestien ist in Ordnung. Na, gucken wir mal hin.